Friendos, was geht's? Geil, Apps am Start, Freunde, kommt zur nächsten Folge FIFA Mobile 21. Leute, heute, wie versprochen, wie angekündigt, gibt's heute auf jeden Fall Team Upgrade. Leute, heute gibt's ein mega geiles, saftiges Team Upgrade. ich würde sagen, wir fangen an mit der Frage des Tages und die kommt heute von dem Nick Tönjes. Er hat geschrieben, Frage des Tages. Wärst du in der Lage, hier und da mal ein paar Spaletaler für Schweinsteiger zu investieren, wenn du kurz davor bist? Auf jeden Fall, Leute. Ich werde mal schauen, wie viel ich noch brauche am Ende des Events, Leute. Weil es kommen ja halt noch die ganzen Tickets raus, Leute, für Serie A, sowohl auch League A. Kommen noch die ganzen Tickets, die TOTS-Tickets raus und ich werde alle sammeln. Und ja, wirklich mal schauen, wie viel ich noch brauche bis Schweinsteiger. Und wenn ich dann noch ungefähr 4.000, 3.000 Stück brauche, Punkte, dann werde ich auf jeden Fall zuschlagen, Leute. Dann werde ich auf jeden Fall zuschlagen, bis ich Schweinsteiger dann habe, Leute. Genau, auf jeden Fall, Leute, kleines Update. Am Samstag werde ich mir Erling Haaland abholen, Leute. Erling Haaland hole ich mir am Samstag ab. Punkt. Punkt, Leute. Liga-Turnier gewonnen, Sky flext wieder. zurecht. Denn wir haben jetzt hier wieder schöne, sagenhafte 500 Vorteilspunkte hier am Start, Leute. Genau, ich würde sagen, wir fangen an, Leute, mit dem Team-Upgrade. Und kann ich eigentlich hier Ränge transferieren, beziehungsweise reichen meine dafür aus? Nein. Gehen wir kurz hier ins Dings hier. Starpass. Starpass. 15 Stück. Naja, das hilft uns aber nicht weiter. ich würde sagen, im nächsten Tier-Upgrade werden wir auf jeden Fall auch die nächsten Ränge transferieren oder hier einfügen. Ihr seht ja hier 60, 15, 15. Also im nächsten Tier-Upgrade ist das wieder fällig. Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit den Skill-Boost, Leute. Wie geil ist das denn, Leute? Geschwindigkeit, erster Skill-Boost hier für Marco Asensio auf Level Nummer 13. Heidewitzka. Und Leute, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die geilen Aufrufe in den letzten Tagen. Ihr seid echt der Burner. Leute, ihr seid der Burner. Ohne euch würde es mich nicht geben. Real fucking talk. So, Marco Asensio Skill Boost ist auf jeden Fall erhöht. Zweiter Stürmer von Max Kruse, den ich auf jeden Fall ersetzen werde am Samstag durch Erling Haaland. Leute, Erling Haaland. Und vor allem das Geile an Erling Haaland ist, er hat 8 Ränge. Das heißt, es gibt einen Plusrang. Und vor allem, ne, Alter, auf Level 14 kostet einfach 1 Million Coins, ne? Von Level 13 auf Level 14. Heidewitzka, ey. Heidewitzka. Nächstes Skill Boost von Benjamin Pavard. Wie geil ist das denn? Leute, Benjamin Pavard auf Level Nummer 13. Und haben wir jetzt vielleicht schon die 144? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nicht, Leute. Nächster Rang ist Alfonso Davies, Leute. Auf Rang Nummer 13, Friendos. Plus nochmal hier XP, Leute. Da fehlen mir auch nicht mehr viele. Bis zum nächsten Level, Leute. Und da bin ich, glaube ich, dann schon Level 58. Heidewitzka. Heidewitzka. Skillboost am Start hier für David Beckham, Leute. Wie geil ist das denn? Und ich hoffe, wir haben jetzt mal die 144 geknackt hier, ne? Immer noch nicht, Leute. Immer noch nicht. Skillboost für... Ich glaube, in Wirklichkeit war für Antoine Griezmann, genau. Antoine Griezmann. So, zackeli. Und 143. Egal, Brandos. Egal. Wir haben aber bald hier ihn hier geschafft. Goretzka haben bald geschafft, ne? Skillboost von Leon Goretzka haben wir bald geschafft, ne? Kapitän, wer ist das hier? Achso, okay, niemand. Ja, Flanken, auch niemand hier, außer Lahm und so weiter und so fort. Leute, ich würde sagen, wir kommen zu den Vorteilen. Denn wir haben jetzt definitiv ein 144er Team am Start. Durch die Vorteilspunkte, Leute, durch die Vorteile. Wie geil ist das denn? Wir haben jetzt hier einen Guesswert von 144. Geiler Hase. Geiler Hase. Und wir haben jetzt hier noch häufige Splitter. Aber wie gesagt, den häufigen Splitter werde ich im nächsten Video auf jeden Fall einsetzen. Genau. Also halt im nächsten Tier-Grade quasi, ne? Genau. Letzte Tat für heute.
würde ich sagen, trainieren wir Lukas Klostermann hoch auf die 100. Real Talk, Leute. Ich habe jetzt hier XP ohne Ende. XP, 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 zack. Nochmal hier schön XP für Lukas Klostermann. Wie geil ist das denn? So, XP, 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 zack, 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 zack. Bis zu 100, Leute. Und da habe ich vor allem den nächsten 100 plus Spieler am Start, ne? Wie geil ist das denn? Der nächste 100 plus Spieler ist dann am Start. So, zack. Und jetzt nochmal hier 50.000. Boah, ich hab so viel XP, ne? Heidewitzka. Da ist er! Lukas Klostermann auf die 100! Geiler Hase, ey. Geiler Hase, Leute. Ich würde sagen, wir machen das Ganze nochmal hier bei Castells. Ob wir das schaffen mit Castells, keine Ahnung. Aber ich muss schauen hier. Nein, wahrscheinlich nicht. Gucken wir nochmal hier bei Asensio. Aber ich glaube nicht, Leute, weil ich habe jetzt gefühlt die ganzen XP rausgeschleudert. ja, Leute, da würde ich sagen, war es schon für heute? Heute mal ein ganz kurzes, knackiges Video hier, Tiercrate, ne? Wir haben die 145 leider nicht geschafft, aber trotzdem würde ich sagen, am Freitag gibt es auf jeden Fall Serie A, trotz die Reservespieler-Packs, ne? Ich bin hyped, Leute, morgen kommt Serie A raus, Packs wird streamt. Möge die Macht mit euch sein, Skywalker. Do I?